Willkommen zurück zu Let's Play Hotline Miami. Wir haben im letzten Part das geheime Ende des Spiels gefunden. Mir ist allerdings aufgefallen, jetzt würden wir nochmal unter Kapitel gucken. Hier ist das erste. Allerdings haben wir dieses Bonus-Kapitel noch nicht mal gespielt. Wir haben nur Resolution abgeschlossen. Und in diesem Part werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr an alle Masken rankommt. Bonus-Kapitel Highball. Also ich habe jetzt auch schon die meisten freigeschaltet wieder. Mir fehlt nur noch eine. Diese hier. Aber die müssten wir danach bekommen. So, fangen wir erstmal an mit Richard. Richard bekommt man ja durch das einfachste Spiel spielen. So, zack, zack, zack. Oh oh. So, und der. Zack. Hey, los, komm her. Zack. Oh oh. Okay, das sind zwei Typen mit der Shotgun. Natürlich schon ziemlich scheiße jetzt. Da ist irgendein Kult in der Mitte. Ich weiß auch nicht, was da vor sich geht. Oh oh. Wo ist der? Ja, ich habe ihn getroffen. Oh Junge, und da ist ein zweiter, ey, leck mich am Arsch. Och, come on, jetzt hat er ja eine Shotgun auch noch. Oh man. Alter. Komm schon. Ich weiß nicht, können wir da durchschießen? Nein, können wir nicht. Okay, anscheinend können die uns dadurch auch nicht sehen. Zu wissen. Zack! Und jetzt noch einer. Okay. Und komm schon. Zack, zack, zack. Oh, zwei Typen gleichzeitig und dem einen haben wir sogar noch den Kopf weggeschossen. Das ist natürlich geil. So. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Nehmen wir mal das Gewehr, wollte ich eigentlich nehmen. Oh, jetzt liegt das da. Hinten auf der Bahn. Und fast werden wir wieder getötet worden. Zack. Okay, und du auch noch. Hip vorbei laufen. Am DJ-Pult ist niemand mehr. Ist hier sonst noch irgendwo einer? Oder was ist jetzt hier los? Gehen wir da irgendwie rein in den Raum? Mal gucken. Anscheinend nicht, aber hä? Mal gucken. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Wir haben ja alle gekillt. Ach, da steht noch einer. Am Urinieren! So. Oh, und damit war's auch mit dem Kapitel. Oh, Dark Lord. Grant us your internal power. Hey, Brandon. Did you hear something just now? Shut up, Wily. Not while I'm chanting. Okay, können wir vielleicht die Tür aufschießen? Die Tür schießen? Nein, können wir nicht. Okay, dann war's mit dem Kapitel. Das war's dann auch mit dem Spiel. So, ich muss jetzt... Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal jede einzelne Maske durch. Davor aber nochmal einen kurzen Cut. Obwohl, ich habe mich dazu entschieden, einfach mal so Levels nochmal zu spielen. Nein, wir starten ohne Intro.
Also, dass wir dann halt einfach mal so die Maske nochmal durchspielen. Richard haben wir ja eben gesehen. Und zu denen kann ich auch noch sagen, diese Maske bekommt ihr halt für zweiten Level ziemlich viele Punkte im dritten, im vierten, im fünften und sechsten, im siebten, achten, neunten, zehnten, elften, zwölften, dreizehnten. Ja, ich glaube, Zack findet ihr halt am Boden. Oscar weiß ich jetzt gar nicht. Warte, fangen wir an. Mal mit Zack an. Er hat anscheinend ein längeres Combo-Fenster. So. Okay, die Combo zahlt immer noch an. Jetzt nicht mehr. Och man. Vielleicht gilt das auch nur für die einzelnen Etagen. So, zack. Okay, man merkt aber irgendwie schon, dass die Länge anhalten. Naja, oh ja. Zack. Nehmen wir mal wieder die Tasche hier. So. Da kommt viel Metro. Also mit Zack kann man dann wahrscheinlich höhere Kombos erstellen. Och, come on. Och, man, jetzt sehen wir hier diese Szene wieder. Hier wirklich. So. Komm du auch noch her. Und zack, 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 so. Gut, dann gehen wir mal hier. So, dann schneide ich jetzt wieder bis zum Anfang des nächsten Levels und da spielen wir dann wieder mit dem nächsten Charakter. So, da sind wir jetzt wieder im nächsten Kapitel. Und jetzt spielen wir kurz mit Oscar. Dunkelheit. Alter, sieht aber irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie richtig cool aus. Aber ich weiß nicht, können die uns dann nicht so gut sehen oder können wir sie einfach nicht so gut sehen? Ich weiß nicht, ziehen wir mal eben die Kehle durch. So. Ich weiß nicht, ob die. Oh, ich glaube, die sehen uns wirklich schlechter. Ja, die sehen uns wesentlich schlechter. Das ist natürlich ziemlich geil. Können wir den da auch noch so? Alter, war das einfach. Ja, okay. Also, das war dann das zweite Level mit Oscar. So, und dann gehe ich noch eben schnell hier raus. So, und dann sehen wir uns jetzt gleich im dritten Level wieder. So. So, da sind wir schon wieder. Und jetzt geht's weiter mit Ricky, good shot. Ich weiß nicht, was der hier macht. Schießen wir mal. Gucken. Okay, vielleicht ist es bei ihm so, dass der gleich mir den Schuss in One hittet. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Im Moment ist mir jedenfalls noch nichts aufgefallen. Silent Pistol, glaube ich. Oh. Zack. Und noch der da. Ja, ich glaube, der one-hitted mit jedem Schuss. So, dann gehen wir mal wieder. So. Mal eben kurz hier gucken, ob wir neue Punkte haben. Ach ja, und diese Waffen, die man nach den Leveln freischaltet, die tauchen dann halt einfach nur im Level auf. So, dann sehen wir uns jetzt gleich beim nächsten, in der nächsten Maske wieder. So, da sind wir schon wieder. Und wer ist es diesmal? Brandon. Der anscheinend schneller rennen kann. Mal gucken. Ja, der kann schneller rennen. Okay. Oh, oh, oh. Der kann richtig austeilen, wenn man ihn richtig einsetzt. Alter, Mensch! Boah, Junge, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Der hat mich richtig erschreckt.
Oh, da haben wir eine Machete. Die nehme ich natürlich gerne. Hier da hinten steht einer. Ich sage, werfen wir mal das Messer. Und zack. Und da haben wir ihn zerstört. Wow, der hatte eine scheiß Reaktion. So. Dann warten wir jetzt noch. Ist die da oben? Komm. So. Alter, das ist schon ziemlich geil, so schnell zu rennen. So. Und jetzt nehmen wir mal hier die Maschinenpistole. Ich weiß nicht, ob ich die euch im Let's Play gezeigt habe. Aber vielleicht seht ihr sie dann jetzt im Bonus-Part. So, zack. Alter, ist die geil. Es ist halt random, wie die spawnen, die Waffen. Oh oh. So. Doch. Und so. So. Haben wir dann noch irgendwo einen? Nein? Dann seid ihr bald die letzten. So, und da haben wir sie alle. Gut. Dann nehmen wir mal die Schrotflinte. Und zack. Och man, ich dachte, wir schaffen das. Hey, wieso? Hä, eigentlich mussten wir den doch... Ja, geht doch. Und da quetschen wir wieder die Augen aus. So, und ich weiß nicht, ob wir die jetzt erschießen können. Also auch wieder geiler Bug, wo die Munition einfach stecken bleibt. Nein, aber ich glaube, wir können sie nicht erschießen. Nein, können wir nicht. Mann, jetzt ist Brandon aber ziemlich langsam. So, dann gehen wir wieder jetzt die Tür raus. Das Kapitel auch wieder geschafft und wir sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir auch schon wieder im nächsten Kapitel. Und jetzt kommt Charlie. Mehr Nahkampfwaffen. Okay. Anscheinend werden dann jetzt hier mehr Nahkampfwaffen so auf dem Weg liegen. Oh, da kommt ein Hund, heißt, ich muss jetzt ganz schnell. Oh fuck. Oh fuck, der Hund ist hier drin. Der Hund ist hier drin. Der Hund ist hier drin. Fuck. Och, come on, wieso? Und Charlie findet man übrigens im ersten Level vom Motorradfahrer auf dem Tresen, also auf dem Sushi-Tresen, so. Oh, come on. Geht doch. Komm, steh auf, geht doch. Gut. Fuck. Okay, was machen wir hier jetzt wieder? Ah, also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, dass es irgendwie mehr Nahkampfwaffen bringt. Hallo, kommt da einer? Geht noch. Und... So. Okay. Da können wir jetzt wieder nicht dran vorbeischießen. Geil! Oh oh. So. Okay, dann nehmen wir hier nochmal die doppelläufige mit. So, zack. Wir jetzt hier noch. Ist noch einer? Da ist noch einer. Oh, zack. So. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt hier auch mehr Nahkampfwaffen. Und bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Na, keine Ahnung, wie diese Maske funktioniert.
Deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir noch einmal den ätzenden Ton. Warte, da brauchen wir die Shotgun. So, dann machen wir jetzt noch einmal den ätzenden Ton, also Ohren zu halten. Boah, immer wieder scheiße. So, und wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Und mit diesem Level hat es was Besonderes auf sich. Da werde ich auch diese Maske jetzt nehmen, die wir in diesem Level bekommen würden. Nämlich Jones. Boah, da, mehr Gewalt. So, da seht ihr jetzt, hier liegt eine Brechstange. Und nachdem wir das Level abgeschlossen haben, müssen wir zu diesem Gully. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll, aber... ja, dafür gibt's ja Internet-Guides. So, zack. Au. Zack. Nehmen wir noch jetzt einen Hammer, den wir anscheinend nur werfen können. Au. Also, wenn ihr jetzt... vielleicht seht ihr es, vielleicht auch nicht, jedenfalls jetzt... mehr Blut fahren, wenn Jones welche umbringt. Au. So. Okay. Wir noch eine Flasche. Können wir auch nur werfen. Gut. Jetzt hier noch irgendwas. Nee. Dann bringen wir die jetzt hier um. Hier, da hat man jetzt gesehen, ist schon mal viel, viel mehr Brutalität drin. So. Ich werde jetzt noch versuchen, das Level zu beenden, um euch halt zu zeigen, wo man Jones bekommt. So. Also, dann nehmen wir am besten mal das Gewehr hier. Oh, hier haben wir auch einen Ninja-Wurf-Stern jetzt. Ist natürlich leise, wenn man den wirft. Und eigentlich müsste er auch one-hitten, aber ich war halt so blöd und werf daneben. So, okay, was haben wir da jetzt drin? Zwei Typen mit Gewehr und zwei mit Nahkampfwaffen. Oh, ernsthaft? Ja, warte, ich schneide jetzt eben, bis ich das Level beendet habe. So, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieses Kapitels. Ich nehme wieder meine geniale Skorpion hier mit. So, dann nehmen wir jetzt die Brechstange. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal geht. Mal gucken. Doch, es geht. Also dann taucht hier halt ein Pfeil auf. Der Charakter öffnet das automatisch. Und hier kommt eine kurze Szene. Hey, I think I get it now. This whole thing. All that was happened. It's just a dream, right? This all just a bad dream, isn't it? I knew it. So, den Zettel können wir nicht lesen. Ja, also da müsste dann daneben die Maske halt liegen. So, dann sehen wir uns gleich im nächsten Level wieder. Da sind wir auch schon wieder und jetzt geht's los mit... hier. Louis. Den kann man schwerer erkennen. Hey, was ist denn so? Alter, das ist ein cooler Raum. Der Raum ist echt cool hier. Guck mal, du gehst drauf. So. Hallo. Mal gucken. Meine Schrotflinte wieder. So. Alter! Alter! Hat der mich erschreckt mit seiner scheiß... Uzi, wirklich. Leck mich am Arsch. Oh, jetzt ist die Tür ja auch gefallen. So, zack. Haben wir überhaupt eingetroffen? Ich glaube nicht. Kriegen wir auch eine Shotgun, dankeschön. So, kommt da jetzt einer? Ich weiß es nicht. So, den Fetzer haben wir schon mal.
Und zwei davon auch. Und den anderen. Und den auch noch. Und der auch noch. Und den Fettsack auch noch. Geil. So, dann nehmen wir uns mal ein. Mal gucken, wie viel Munition. Alter, zwei Munition. Noch. Ja, die hat noch schön viel Munition. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Also, ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass der schwerer zu erkennen war. Deswegen sehen wir uns im nächsten Level wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt kommt Phil. Ah, ja, ja, das. Phil hat eine besondere Funktion, aber das kommt halt auf Dialog an. Den setzen wir. Gucken nochmal bei Endboss nach Phil. Ich weiß nicht, wieso diese Maske immer noch nicht verfügbar ist. Jedenfalls, diese müsste man bekommen, wenn man das geheime Ende halt schafft. Und das ist halt das mit dem Motor. Nach dem Motorradfahrer. Und, diese dreht halt die Steuerung um. Heißt, würden wir nach rechts laufen, laufen wir eigentlich nach links. So, und Earl kann eine Kugel überleben. Dann gucken wir mal, ob das stimmt. Oder wir lassen einfach keinem eine Chance. Okay, er überlebt keinen Schrotflinten. Tot. Dann hauen wir uns jetzt hier noch die Machete ab. Da haben wir sogar eine Schere. Ja. Ach, die hätten wir auf einen Typen werfen können. Nehmen wir die Machete mit. Damit fuchte ich immer so gerne rum. So, okay. Damit haben wir jetzt auch Earl gesehen. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Charakter wieder. Da sind wir auch schon wieder im nächsten Level. Und jetzt kommt die Maske. Karl dran, der mit einem Bohrer startet. Ah! Und das passt nämlich, weil hier auf der Tanzfläche müsste die Maske von Karl eigentlich liegen. Och man. Ey, das war wieder typisch Hotline Miami, total übertrieben. Bohrer! Ach, wir können damit keinen Tod schlagen. Okay. Okay, jetzt habt ihr jedenfalls die Brutalität von Karl gesehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. Da sind wir auch schon wieder. Und wer ist es diesmal? Jake, den haben wir auch in einem Level gefunden. Und da wissen wir ja auch schon, seine Würfe töten instant. Alter, 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 wie wir einfach den Hund da rausgelockt haben. Alles war so klar. Haben wir da einen Schuss drin? Nein, haben wir nicht. Dann weiß ich jetzt, ja, zack, zack, zack. So. Okay. Und dann gucken wir mal. Ja, er killt mit Würfen. So. Gut. Dann nehmen wir mal hier den, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, jedenfalls vom, vom... Oh, wie heißt es jetzt? Wie heißt das jetzt? Wie heißt dieses Spiel? Billard, oder? Ja, Billard. Muss das sein. Okay, jedenfalls habt ihr jetzt gesehen, dass die Würfe von Jake killen. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Level wieder. Da sind wir jetzt auch schon wieder. Und diesmal ist es... Richter, der mit einer speziell schallgedämpften Uzi startet. Gucken. Jo, die ist schallgedämpft. Geil. Gucken, da hinten nicht noch einer? Ja. So, zack. Den haben wir auch gekillt. Also, ist schon geil. Richtig.
die einfach so eine richtig extreme Genauigkeit hat und finde Uzi. Ach man. Oh, zack. So. Und so. Also und Richter hat uns ja auch in den Kopf geschossen, also. Nun ja. Damit würde ich jetzt hier sagen. Gehen wir erstmal wieder zurück. So. Gucken wir noch einmal kurz nach. Haben wir jetzt alle Level geschafft? Ja, das ist das Bonuskapitel. Das 19. Kapitel, ja. Warte, wir stehen das jetzt. Da steht, wir haben es nicht geschafft. Warte, das will ich jetzt nochmal sehen. So, 24. Mai. Mal gucken. Ja, alle sind weg. Ja, Ben. Ben irgendwas, keine Ahnung. Gucken wir nochmal. So. Resolution haben wir doch eigentlich abgeschlossen. Nochmal gucken. Ja, da ist der Hausmeister. Der Bastard. So. Hacken funktioniert nicht, weil wir da irgendein Passwort brauchen. Gehen wir jetzt hier runter. So, sprechen wir nochmal mit denen. Was? Ja, super. Blöden Hurensöhne. So, zack. Weg, tot. Und hier findet man halt auch nochmal. Aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Nochmal eine weitere Maske. Also hier sieht man halt nochmal die ganzen Telefone, die bedient haben. Aber hier ist ja sonst nichts. Hä? Da kommen wir auch nicht ran. Also gehen wir nochmal aus dem Level raus. So. Damit haben wir das Spiel jetzt geschafft. Und gucken wir noch einmal. Ich guck mal, ob ich das noch überspringen kann eben. Ja, aber habe ich jetzt die Maske? Gucken wir noch einmal. Ja, mal sehen. Ach stimmt, eine Sache wollte ich euch ja noch zeigen. Nein, die Maske haben wir nicht. Dann gehen wir mal jetzt zurück. Wo haben wir denn den Endboss? Ja, das hier. Ja, Showdown. Und den bestreiten wir jetzt auch mit Phil. Weil dieses Spiel hat keine französische, sondern nur eine englische Sprachausgabe. Oder es gibt nur Texte auf Englisch und Deutsch. Wenn man jetzt die Originalversion nicht spielt. So, wenn wir jetzt aber Phil benutzen. So, zack. Und jetzt gehen wir mal zum Boss hoch. Da seht ihr, der Text ist auf Französisch. So, das wird jetzt die ganze Zeit so sein. Also, bis wir das Level bis wir die Maske wechseln, wird es jetzt so sein. So. Mehr. So, zack. Ernsthaft. Ich hab doch geworfen. Na, dann halt nochmal den Endbosskampf eben kurz. Oh, come on. Ihr scheiß Panther. So. Und zack. So. Zack.
Sack. Was? Ich wollte das nicht. Wow, wieder extrem laut sein Gewehre. So, ein Arm ist weg. Und der zweite auch. Und tschüss. So. Okay, dann kommt jetzt das Telefon. So. Also da, also Phil verwandelt das ganze Spiel in einen französischen Albtraum. So. Dann gehen wir mal wieder zu dem alten Herrn. So. Eine noch letzte Worte. Tschüss. Fick dich. Okay. Das hätten wir. So. Er zündet sich nochmal eine Zigarette an. So. Und das war es jetzt aber wirklich mit Let's Play Hotline Miami. Mein Kommentar zum Spiel habe ich ja aus Versehen schon im vor ein paar Parts abgegeben, weil ich halt nicht mehr über das geheime Ende bewusst war. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieses Spiel gefallen hat, ob dieses Let's Play euch überzeugt hat, es selbst zu kaufen, oder wieso es ihr euch es kaufen wollt. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Oder es laufen ja jetzt gerade noch so einige Let's Plays, Serious Sam, Dead Island und so weiter. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht sogar wieder bei Hotline Miami. Und wie wir aus dem Spiel gelernt haben, akzeptiert nie die Anrufe von jemandem, der euch sagt, vor eurer Tür liegt eure Ausrüstung und falls seine Maske bei ist, rennt einfach davon. Weil wenn das so miese Bastarde sind, dann kann man ruhig mal den Feigling spielen. Also, bis zum nächsten Let's Play. Bis dann und ciao.